Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freistadt TV. Ich habe was ganz Tolles Neues für euch. Der Marvin von der Firma Greenlook war schon zur Messe bei uns da. Da haben wir ihn vielleicht schon der eine oder andere auch kennengelernt. Aber das neue Alarmsystem Carasafe wollen wir euch natürlich heute vorstellen. Und ja, dann kommt einfach mal mit. Hallo Marvin, schön, dass du da bist. Hallo Moni, ja, vielen Dank für die Einladung und dass ich vorbeikommen darf und euch das neue System vorstellen kann. Vielen Dank. Ganz spannende Geschichte, weil es kommt leider halt immer wieder vor, dass Fahrzeuge geklaut werden, ob Wohnwagen oder Reisemobil. Richtig. Und da habt ihr euch was Tolles, ja jetzt nicht ausgedacht, aber entwickelt, sagen wir es mal so. Ja. Und was ich toll fand, dass es für Endkunden ganz einfach selber zu montieren ist. Richtig. Und das fand ich spannend. Und darum habe ich mir gedacht, den Marvin muss ich einladen, das müssen wir euch zeigen. Und okay. Ich würde sagen, wir zeigen einfach jetzt mal unsere Freistadtfreunde, wie das Ganze funktioniert. So machen wir das. Ja, Marvin, du hast uns ein bisschen was aufgebaut und auch das Zubehör, was dazu gibt. Und du darfst jetzt loslegen. Ich darf loslegen, okay, wunderbar. Kein Problem. Und zwar, wie es hier oben drauf schon steht, vom Camper für Camper. Nur mal ganz kurz als Einleitung. Mein Chef hat das entwickelt, weil ihm selbst sein Wohnwagen vor der Haustür gestohlen wurde. Oh. Und dann hat er gesagt, okay, ich habe die Ingenieure, ich habe die Elektriker oder Elektroniker am Mann und da muss ich jetzt was auf den Markt rausbringen. Das ist ein aktiver Diebstahlschutz, so nennen wir das, für Wohnwagen und Wohnmobile. Und das Tolle an dem System ist, dass diese Anlage den Neigungswinkelsensor, speziell für Wohnwagen, also wenn der angekoppelt wird, hochgefahren wird oder runtergefahren wird, dass dann sofort die Sirene, die 120 Dezibel Sirene ausschlägt. Des Weiteren überwachen wir mit unserer Anlage den Landstrom. Das heißt, wenn zum Beispiel das Fahrzeug oder der Wohnwagen in der Hofeinfahrt geparkt ist, und nachts würde der Dieb kommen und würde den Landstrom ziehen, würde sofort die Alarmanlage auslösen. Das Ganze ist sehr, sehr einfach zu installieren, weil wir mit unserer Alarmanlage bzw. mit dem Diebstahlschutz nicht an die Fahrzeugelektronik ran müssen. Das Ganze wird autark eingebaut. Wir haben drei Anschlüsse an dem System bzw. an der Anlage. Einmal die 12 Volt Bordbatterie oder Versorgungsbatterie. Mhm. Wir haben die Möglichkeit, wenn keine Versorgungsbatterie oder Bordbatterie vorhanden ist, über die Powerbox quasi abzusichern. Die brauchen wir nur in dem Fall, wenn wir wirklich den Landstrom überwachen wollen. Mhm. Weil wenn der Dieb kommt und draußen die 230 Volt zieht, muss die Alarmanlage trotzdem weiter mit Strom gefüttert werden. Mhm. Ne? Genau. Ja, das Ganze, wie gesagt, sehr, sehr, sehr einfach zu installieren. Ich habe eben gerade deinen Blick auch schon gesehen, und zwar in Richtung SIM-Karte. Genau. Genau. Und zwar ist beim Lieferumfang gleich mit inbehalten oder mit inbegriffen die SIM-Karte. Für den Endkunden ganz attraktiv, weil keine monatlichen Kosten anfallen. Mhm. Das handelt sich um eine Industriekarte, die providerunabhängig ist. Ah, genau. Das bedeutet, die Karte ist mit dabei, da sind 500 MB Datenvolumen drauf und 250 SMS. Das heißt, im Alarmfall bekommt der Kunde ja eine SMS und wenn die 250 irgendwann mal kurz vorm wenn die aufgebraucht sind, kurz bevor die aufgebraucht sind, wird der Kunde eine E-Mail erhalten, mhm, und dann kann er diese Datenkarte bei uns im Webshop einfach nachladen. Wir zeigen euch natürlich auch später mal eine Note. Marvin hat alles auf seinem Handy über die App, wie das Ganze ausschaut, weil da hat man auch gute Übersicht, finde ich jetzt. Definitiv, genau. Da kann man das dann am besten erklären und da kann der Kunde dann auch sehen, wie einfach das Ganze ist. Du hast jetzt hier ja die neue Anlage, die was jetzt aktuell gibt, ist auch jetzt mit GPS, hast du gesagt. Ganz genau, richtig, ja. Das ist quasi die erste Anlage, das ist meine Demo-Anlage, wo ich schon alles mit verknüpft habe. Mhm. Ich habe die ganzen Melder schon mit verknüpft, ich habe das auf meinem Handy installiert, beziehungsweise auf der Web-App. Ich habe jetzt die neue Anlage, das ist die SDS02, ab sofort erhältlich. Genau. Du zeigst auch mal, weil das ist wirklich nicht groß, also im Vergleich zu mir jetzt. Mhm. Dann sieht man es auch mal. Genau. In der Box ist dann quasi die Platine mit eingebaut, wo die verschiedenen Komponenten drauf sind. Und der Unterschied von der SDS01 zu der SDS02 ist halt der GPS-Anschluss. Mhm. Ne? Das ist ein Koaxialanschluss, wo wir eine externe GPS-Antenne quasi verknüpfen und die im Fahrzeug verlegt werden müsste.
Der Hintergrund ist der, wir haben damals versucht, GPS über die SIM-Karte zu machen, aber die war uns zu ungenau. Wir haben quasi 300 bis 350 Meter Abweichung gehabt. Und dadurch, dass wir jetzt die GPS-Antenne mit integriert haben, haben wir genau einen Standort. Also der Kunde weiß genau, wo der Wohnwagen, das Wohnmobil oder das Fahrzeug sich befindet und kann das dann dementsprechend in der App auch abrufen. Ja, Marvin, du hast jetzt hier ein bisschen was auf dem Tisch liegen und das gehört ja mit dazu. Jein. es ist richtig, das sind unsere Zubehörteile. Wir reden immer davon, das ist unser smarter Caravan oder unser smartes Wohnmobil. Und zwar haben wir die Möglichkeit, mit der Zentrale diese ganzen Komponenten bzw. Melder zu verknüpfen. Also was man jetzt hier sieht zum Beispiel, das ist ein ganz normaler Rauchmelder. Vielleicht sieht man das hier auch ganz klein. Da ist der Punkt, den ich für 5 Sekunden gedrückt halten muss. Das muss ich bei jedem Melder, um das mit der Anlage zu koppeln. Okay. Ne? Der schlägt dann aus, wenn jetzt zum Beispiel eine Rauchentwicklung im Fahrzeug stattfindet. Genau, das war der Rauchmelder. Das ist alles quasi zum Ankleben. Richtig, dann. Genau. Also wir brauchen, super. Das ist kein Kabel, keine nichts. Kabel müssen verlegt werden. Die werden einfach nur angeklebt, angebracht an der Stelle, wo der Kunde sie gerne haben möchte. Genau. Dann haben wir hier, das sind die Tür- und Fensterkontakte. Damit kann ich zum Beispiel die Heckgarage absichern oder meine Eingangstür absichern, Vordertüren, Fahrer- und Beifahrertür. Ne, das heißt, ich kann auch mehrere koppeln? Genau, richtig. Die Anlage kann bis zu 10 Meldern koppeln. Ne? Okay, das heißt Fenster hinten auch. Fenster hinten, genau. Die Stauklappe kann ich mit absichern. Das nennt sich den Außenhautschutz zum Beispiel. Das, wenn ich jetzt mich im Wohnwagen oder Wohnmobil befinde, ich möchte aber trotzdem nachts geschützt sein, dann kann ich den Außenhautschutz, die Funktionen quasi anmachen. Mhm. Und dann weiß ich ganz genau, dass keiner draußen irgendwie an meinen Türen oder Stauklappen rumfummelt. Das ist cool. Ja, das finde ich auch. Ich finde auch die Idee super, weil es ist ja immer beliebter auch, ja, mal alleine irgendwo zu stehen. Ja, also man ist ja nicht immer. Ja. Und die anderen Campern schlafen ja auch in der Nacht. Richtig. Und da bin ich halt einfach richtig geschützt damit. Ja, es gibt auch viele Frauen, sage ich mal, die alleine campen fahren, die einfach eine gewisse Sicherheit möchten. Und das können wir halt mit der Alarmanlage gewährleisten. Ja, das ist ziemlich gut. Das hier, was du hier siehst, ist ein Bewegungsmelder. Den schlage ich immer meinen Kunden vor, jetzt vor allen Dingen auch auf Messen oder auf der Hausmesse, wo ich jetzt vor 1-2 Wochen war hier bei euch. Wenn ich zum Beispiel einen Kastenwagen oder ein Wohnmobil habe, muss ich nicht zwingend rechts und links die Fahrer- und die Beifahrertür absichern. Ich haue mir einfach den Bewegungsmelder mittig quasi in die Fahrerkabine rein. Ah. Somit habe ich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Okay. Das heißt, sobald rechts die Tür aufgeht oder links die Tür aufgeht, dann schlägt der Bewegungsmelder an. Der hat einen 90 Grad Entfassungswinkel und dann geht der Alarm los. Das Gute ist, ich werde mal gefragt, ja, was ist, wenn ich jetzt geschützt sein möchte, ich mache den Vollschutz an, befinde mich aber im Wohnwagen und Wohnmobil und habe den Bewegungsmelder an. Denn bei jeder Bewegung würde ja der Alarm ausgehen. Mhm. Das zeige ich aber auch gleich nochmal. In der App kann ich die verschiedenen Melder kann ich aktivieren und deaktivieren. Mhm. Und ich kann sie auch benennen. Zum Beispiel, ich kann sagen, die Stauklappe für Tür- und Fensterkontakt 1 ist die Stauklappe und keine Ahnung, ich sage, die Eingangstür benenne ich als Eingangstür. Mhm. Ne? Das ist immer ganz gut. Und dann kommt auch die Meldung auf dem Handy. Was du hier siehst, die ist auch im Lieferumfang mit dabei. Das ist unsere kleine Fernbedienung. Da habe ich die 3 Modis. Einmal den Vollschutz, Diebstahlschutz und Außenhautschutz. Kann ich quasi mit der Fernbedienung, wenn ich mich in unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs oder des Wohnwagens befinde, kann ich scharf schalten und deaktivieren. Das ist die Sirene. Die Sirene ist auch, das ist eine 120 Dezibel Sirene. Ich habe sie bewusst nicht angeschlossen, Moni, weil ansonsten würden uns hier die Ohren wegfliegen. Ich habe als Signalgeber habe ich einfach mal eine kleine Lampe angebaut. Okay. Das werde ich jetzt auch gleich demonstrieren, wenn der Alarm auslöst, dass die dann was losgeht. Was ist das Tolles? Das ist was ganz Tolles, wo wir auch immer gutes Feedback erhalten. Und zwar ist es ein Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor. Ne, ist ein schönes Teil, was ich mir reinstellen kann. Sieht optisch auch schön aus. Zurzeit haben wir 26,2 Grad hier in dem. Drum ist mir so heiß. In dem Fahrzeug, ja, es ist wirklich warm. Haben die Heizung angeschmissen. Und das Besondere daran ist, wir verknüpfen auch diesen Sensor mit unserer Alarmanlage. Jetzt kommt, sagen wir mal, du und dein Mann möchtest einfach mal für eine Stunde essen gehen und möchtet aber den Hund nicht mitnehmen. Mhm. Dann kann ich einstellen, alles klar, bis 22 Grad ist noch okay. Alles, was über 22 Grad ist, bekomme ich eine SMS auf mein Handy. Ne? Und dann weiß ich ganz genau, okay, Schatz, jetzt wird es ein bisschen zu warm für Wuffi, wir müssen zurück. Ne? Holt die Schüssel raus, das Essen wird mitgenommen. Genau, genau. Richtig. Ja, was habe ich noch vergessen?
Nee, da hinten steckt nur was. Ah, ja, genau. Soll ich es jetzt schon zeigen? Nee, oder? Das zeigen wir dann. Das zeigen wir dann. Okay, alles klar. Seid gespannt. Ja, Marvin, du hast mir ja auch gezeigt, dass ihr eben die App habt, genau, wo man alles sieht. Und ich glaube, das ist auch ganz interessant für den Kunden jetzt einmal, was er da alles machen kann. Richtig, genau. Und zwar, bei der Erstinstallation wird der Kunde gefragt, für was ich das jetzt installiere. Für ein Fahrzeug, also für einen Kastenwagen, für ein Wohnmobil oder für einen Wohnwagen. Das ist quasi die Benutzeroberfläche. Hierzu muss ich sagen, wie man sieht, es ist eine Web-App.carsafe.com. Das ist quasi eine Web-App. Mhm. Das heißt, der Kunde braucht nicht irgendwie in den Android Store oder iOS Store, um sich irgendwie eine App runterzuladen. Ne? Mhm. Der kann das von jedem internetfähigen Gerät, was einen Browser hat, hat er Zugriff auf seine Alarmanlage. Mhm. Das finde ich schon mal sehr gut. Ich würde mich jetzt einmal ganz kurz einloggen mit meiner E-Mail-Adresse. Ich würde das einfach mal eben ganz kurz wegnehmen. Verratest du uns das nicht? So, jetzt habe ich mich eingeloggt und jetzt bin ich im System drin. Jetzt sehe ich hier die Übersicht. Und zwar kann ich jetzt hier auf Funkmelder gehen und ich sehe genau, welche Funkmelder ich verbunden habe mit der Alarmanlage. Mhm. Ne, jetzt hat es auch einmal ganz kurz gepiept. Dann weiß die Alarmanlage auch, dass wir gerade uns in der Web-App befinden. Wir haben die Funkfernbedienung, die ich euch gezeigt habe. Das ist quasi dieses kleine Stück. Den Bewegungsmelder, das sind alles schon... Was war das? Genau, das ist der Bewegungsmelder. Tür- und Fensterkontaktmoni, das sind die beiden hier. Temperaturmelder ist der hier. Rauchmelder, Alarmsirene. Zur Alarmsirene kommen wir gleich, weil die werden wir auch noch hören. Ne? Das Ganze ist ganz einfach. Ich gehe hier rauf und tippe auf Melder verbinden. Dann sagt mir das System, dass ich für 5 Sekunden jetzt zum Beispiel hier reindrücken muss, in diesen kleinen Bereich. Ne? Dann habe ich den Melder quasi gekoppelt mit meiner Anlage. Das brauchen wir jetzt in diesem Fall nicht machen, weil ich das schon alles getan habe. So. Dann habe ich hier in den Einstellungen. Hier sehe ich, wenn ich auf SIM-Karte gehe, dass ich bis zu 3 Telefonnummern hinterlegen kann. Mhm. Das heißt einmal meine eigene, vielleicht auch die vom Ehemann und vielleicht von jemandem zu Hause, der auch die Benachrichtigung bekommen soll, im Alarmfall. Dann habe ich hier den Button Alarme. So, Alarme, wir können hier einen Verzögerungsalarm eingeben. Das heißt, ich habe ihn jetzt gerade auf 5 Sekunden gestellt. Spannungsüberwachung, ganz wichtig. Wenn ich die Alarmanlage an die Versorgungsbatterie anschließe, kann ich in ein System einstellen von 11 bis 15 Volt. Das bedeutet, alles, was unter 11 Volt fällt, wenn wir jetzt zum Beispiel zu wenig Spannung haben, bekommt der Kunde eine Nachricht per SMS. Mhm. Da steht dann drin, lieber Kunde, die Batterie neigt sich langsam dem Ende zu und wir müssen mal wieder laden. Komm mal vorbei. Genau, das ist gar nicht so verkehrt. Hier haben wir die Neigungssensorempfindlichkeit. Die kann ich von 0 bis 100%. Das ist die Empfindlichkeit, wann der Alarm ausschlagen soll, im Falle, dass der Dieb jetzt den Wohnwagen ankoppeln möchte. Mhm. Ne? Mhm. Die Alarmdauer haben wir 20 bis 180 Sekunden. Warum 180 Sekunden? Weil das vom Gesetzgeber so vorgeschrieben ist. Mhm. Wir dürfen 3 Minuten, darf diese 120 Dezibel Sirene durchtröten. Ne? Wir haben aber auch die Möglichkeit zu sagen, ich gebe hier nur 20 Sekunden ein, dann haben wir ein Intervall. Das bedeutet, 20 Sekunden geht die Tröte los, die Sirene, dann macht er eine kurze Pause und dann fängt er wieder an, bis man deaktiviert. Hier kommen wir nochmal zur Temperatureinstellung. Jetzt habe ich gerade 8 bis 22 Grad. Das ist wieder, kann der Kunde aussuchen, von 0 bis 50 Grad kann er den einstellen. Wenn er sagt, 24, 25 Grad ist zu warm, dann bekomme ich eine SMS auf mein Handy. So. Gehe nochmal zurück. Dann würde ich hier einfach mal noch einen zurückgehen, auf CaraSafe klicken. Und jetzt befinde ich mich in dem Modus, wo ich die Alarmanlage aktivieren und deaktivieren kann. Mhm. Wie man hier sieht, wir haben 3 verschiedene Modis. Einmal den Vollschutz, Außenhautschutz und Diebstahlschutz. Das war ja hier auch. Genau, Vollschutz. Richtig. Ja. Genau. Wir haben ja einmal hier. Das ist, Außen? Genau, das ist der Vollschutz. Ja. Achso, nee, warte mal, jetzt muss ich selber mal gucken. Nee, da. Vollschutz hast du gesagt? Das ist Diebstahlschutz. Diebstahl war es, genau. Genau, dann haben wir die Außenhaut und das ist der Vollschutz. Ah, da oben. Jetzt. Richtig, genau. Und wie man hier unten sieht, haben wir das Häkchen immer mit aktiv für die Landstromüberwachung. Das bedeutet, wenn draußen die 230 Volt gezogen werden, ertönt das Signal. Jetzt würde ich einfach mal den Diebstahlschutz aktivieren. Ne? Dazu klicken wir hier rauf. Können wir, wie gesagt, auch über die Fernbedienung machen. Jetzt sendet die App quasi das Signal zu unserem Server, der in Deutschland steht. Mhm. Und vom Server sendet er das Signal zu der Anlage. Und jetzt steht er schon da. Genau, der Diebstahlschutz ist aktiviert. Kann man gut erkennen.
Diebstahlschutz, damit überwachen wir den Neigungswinkelsensor und die Landstromüberwachung. Und dafür ist auch die Achse quasi jetzt rot. Ne? So, und jetzt heben wir es hoch. So, genau. Jetzt simulieren wir. Ich simuliere einfach mal den Landstrom, die Landstromüberwachung. Hier sieht man das Kabel. Geht hier unten in die Steckdose rein. Das sind 230 Volt, runtergedrosselt auf 12 Volt für die Anlage. Wie gesagt, der Stecker befindet sich jetzt hier in der Steckdose, in dem Fahrzeug. Jetzt kommt der Dieb und zieht draußen die 230 Volt. Gezogen. Und schon geht die Alarmanlage los. Mhm. Ne? So. Also das ist jetzt nur das zum nur die Simulieren. Jetzt wird es ein bisschen laut. Okay. Jetzt muss ich mal ganz kurz deaktivieren. Ich bin wach. Genau. Jetzt sendet er wieder das Signal zum Deaktivieren der Alarmanlage. Das müsste jetzt eigentlich erfolgen. Genau. So, Signal ist da und wir haben die Alarmanlage deaktiviert. Und ne? Das Ding kann ich quasi zu Hause in meine Steckdose reintun, genau. Dass ich dann senkrecht im Bett stehe. Das zeige ich euch jetzt. Wie gesagt, das war nur der Signalgeber, weil normalerweise ist die 120 Dezibel Sirene da, aber die wäre viel zu laut. Das, was wir eben gerade gehört haben, waren 95 Dezibel. Okay, also die ist im Fahrzeug und die ist, das kann ich mit reinnehmen. Genau, da wo du jetzt hinzeigst, da gehe ich jetzt mal ganz kurz hin und hole das Teil. So, jetzt habe ich einfach mal unseren Repeater quasi, ich nenne ihn einfach Repeater, mal hergeholt. Das ist eine Sirene, die hat 95 Dezibel und die kann ich mir zu Hause zum Beispiel in dem Flur oder in irgendeinem Zimmer, Schlafzimmer, wer möchte, oder in die Küche installieren. Das heißt, dieses Gerät ist auch mit der Alarmanlage verbunden und hat ungefähr 80 bis 100 Meter Reichweite. Es ist dafür entwickelt worden, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Hause stehe oder das Fahrzeug steht in der Hofeinfahrt, nachts kommt der Dieb, aber ich schlafe auf der ganz anderen Seite vom Haus und würde jetzt diese 120 Dezibel Alarmanlage im Wohnwagen oder Wohnmobil nicht hören, dann habe ich eine Signalverstärkung quasi im Haus, was man eben gerade gehört hat. Und davon, das war laut. Und davon wird man sicherlich wach. Ja. Ne? Genau, also ich würde es jetzt bei meinem Mann lieber ins Bett hinstecken. Ne? Und ja, wie gesagt, ist ein ganz cooles Gadget, ja, was ich ziemlich wichtig finde. Vor allen Dingen, wenn man im Tiefschlaf sich befindet, dann hört man das vielleicht nicht unbedingt, was draußen los ist, aber hiermit wird man geweckt. Ja. Ne? Das hat schon mal funktioniert. Landstrom wurde gezogen, Alarm ist natürlich gleich losgegangen, alle sind wach und der Dieb hoffentlich verschreckt und sucht das Weite, ohne das Fahrzeug oder den Wohnwagen zu klauen. Ne? Eine Funktion möchte ich noch zeigen, und zwar ist es der Außenhautschutz. Außenhautschutz sind eure Tür- und Fensterkontakte, ne? Die du jetzt da auch schön in der Hand hast. Die werden quasi ja, an die Türen oder die Fenster befestigt. Und sobald die aufgehen und sich auseinanderziehen, geht der Alarm los. Das würde ich jetzt sagen. Ist gerne. Auch wieder mit Klebeband übrigens. Genau. Wir haben keine Kabel, die wir verlegen müssen. Wir brauchen es nur ankleben. Jetzt aktiviere ich nochmal den Außenhautschutz. Jetzt sind wir bei dem Außenhaut oder bei dem Außenhautschutz. Ich habe das bereits schon aktiviert. Die Alarmanlage ist scharf. Habe hier unten rauf gedrückt und jetzt sind die Tür- und Fensterkontakte gefragt. Man sieht jetzt auch hier schon, das ganze Fahrzeug ist rot. Genau, richtig. Hast du gut erkannt, Moni. Das ganze Fahrzeug ist rot beim Außenhaut. Das heißt, die ganze Außenhaut ist geschützt. Beim Vollschutz wäre komplett der ganze Wagen rot. Ah. Ja, dann ist richtig Alarm. So, Außenhautschutz ist aktiviert. Das heißt, unsere Tür- und Fensterkontakte sind jetzt dafür, sind da, um quasi auszuschlagen. Jetzt zieh die beiden mal auseinander. Simuliere einfach mal, dass jetzt irgendwo eingebrochen wird. Das hast du getan. Ich bin jetzt der Dieb. Du bist jetzt der Dieb. Und jetzt kommt auch gleich das Signal. Genau, da ist schon rot. Genau. Das ist unsere Simulation. Siehste, ich habe auf die Tröte gewartet, aber ich habe sie ja rausgezogen. Genau, also an der das jetzt auch wieder losgeht, genau. So laut, wie es vorhin war. Ja. Und sie geht sogar noch los, weil Reststrom drauf ist. Was aber nicht schlimm ist. So, der Kontakt ist beziehungsweise die Tür wurde aufgebrochen. Ich deaktiviere jetzt noch einmal das Ganze. Und dann geht auch gleich die Leuchte aus, sprich die 120 Dezibel. Jetzt haben wir unsere Ruhe. Ne? Genau, die kann ich einbauen, wo immer ich möchte. Wie gesagt, der Kunde muss wissen, dass wir bis zu 10 Melder aktivieren können. Also das kann das System momentan abdecken. Und ja, so viel dazu. Eins möchte ich noch zeigen, und zwar, ich habe sogar Empfang hier. Der Kunde, so sieht das aus, wenn wir eine SMS bekommen. Ah ja, okay. Ne? Dann siehst du das ganz genau. Carasafe Alarmanlage, Fenster- und Türkontakt hat ausgeschlagen. Vorhin haben wir den Neigungswinkel nochmal überprüft oder getestet. Der Bewegungsmelder hat ausgeschlagen, Landstrom wurde gezogen. Also der Kunde ist immer aktuell und up to date, ja, was da los ist. Ja, Marvin,
Ich sage einfach ganz lieben Dank, dass extra zu uns gekommen bist. Gerne, gerne. Uns die neue Alarmanlage erklärt hast. Ich persönlich finde super einfach, tolles Zubehör. Und eigentlich bist du jetzt echt richtig sicher in deinem Reisemobil oder definitiv in deinem Wohnwagen, ob zu Hause oder unterwegs. Ich finde es klasse. Und wenn ihr jetzt sagt, das Ding ist super, das will ich, und ihr wollt jetzt gern wissen, was das Ganze kostet, ist natürlich unter unserem Video die Verlinkung in unseren Online-Shop. Da, wenn ihr draufklickt, seht ihr alles auch nochmal. Oder natürlich bei uns vor Ort in Sulzimus. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt es einfach in die Kommentare drunter, weil der Marvin und wir sind immer im Kontakt. Wir sind in Verbindung. Also auch wenn es was Kompliziertes ist, kann man dich jederzeit fragen. Na, und sicher. Natürlich bekommt ihr eine Antwort von uns dann. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, weil wir zwei haben jetzt auf jeden Fall ein Like verdient. Eigentlich mehr du, weil du heute alles aktiv gearbeitet hast. Danke, danke. Ich habe nur die doofen Fragen gestellt. Alles gut. So soll's und sein. Ja, sagt es gern weiter, abonniert uns, folgt uns auf Instagram, schaut in unserem Online-Shop vorbei oder bei uns in Sulzimus. Und wir sagen jetzt einfach mal Servus. Moni, vielen Dank, Servus. Bis dann, danke, ciao. Tschüss. Extra, extra, extra.